Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Die Late Night Show. Es gibt doch nichts Besseres als einen überbrandenden Applaus von Leuten, die nicht wissen, dass sie klatschen sollen. Das war ein kurzer, peinlicher Moment. Aber gut, wir werden das souverän überbrücken, das Ganze. Mit Nacktheit. Ich freue mich sehr. Also heute Abend, wer ist zum ersten Mal bei der Die Late Night Show, vielleicht als kleine Frage? Es sind schon wieder alles. Es kommt das ist einfach nie, fantastisch. Es kommt nie jemand wieder. Das ist einfach alles. So geil sind wir, meine Damen. Ja, ja. Nein, heute gibt es, wir werden Geschichten vorlesen, wir werden ein bisschen Musik hören, wir werden ein paar lustige Kategorien in dieser Show präsentieren und wir haben einen wundervollen Stargast, wie immer. Und ich möchte fortan diesen Mann begrüßen, mit dem ich diese Show schon ein Weilchen mache. Nicht nur ein wahnsinnig guter Freund, sondern auch ein wirklich sehr geschätzter Künstler, muss ich ja fast sagen. Der feine Herr quasi. Bitte macht einen Riesenapplaus für Quichotte! Herzlichen Dank. Ja, ich habe auch selten so eine charmante Anmoderation. Künstler möchte ich fast sagen. Er hängt viel auf Straßen rum, hat oft so Pappbecher in der Hand, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Künstler. Er verkauft das zumindest als solches. Ja, super, finde ich großartig. Auch dich mag ich, das muss man einfach mal sagen. Nicht nur, weil er unwahrscheinlich talentiert ist. Patrick Salm schafft es ja, Dinge zu schreiben. Das ist ja schon mal was. Von denen ich so überzeugt bin, dass ich manchmal die Tränchen in meinem kleinen Knopflöchlein außen raus drücke, weil es einfach so schön ist. Er kann Adjektive und Nomen und Verben in einer Reihenfolge aneinanderreihen, bei der ich manchmal denke, das ist Syntax. So, und dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar, dafür liebe ich ihn, das finde ich großartig. Und das muss man auch wieder sagen, und ich sage es immer wieder, er ist auch noch unheimlich hübsch. So, das ist einfach schön. Und man kann sagen, was man will, es kann Scheiße in der Welt, und es passiert eine Menge Scheiße in der Welt. Ne? Aber wenn man ihn sieht, wenn man in dieses schnitzelige Fratzlein blickt, in den Zinken, wenn der Zinken einem quasi ins Gesicht springt, da weiß man, da ist die Kuschelei ganz oben auf der Tagesordnung. Und deswegen, meine Damen und Herren, klatscht ihn mit einem frenetischen Applaus willkommen, den wunderbaren Patrick Salmen, meine Damen und Herren. Quichotte ist ein Freund der kurzen, knackigen Anmoderation. Das finde ich immer super. Wir eröffnen heute mal den Abend ganz außergewöhnlich. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Aber ich freue mich sehr. Wir eröffnen ihn mit einem Song und vielleicht nochmal einen klitzekleinen Auftrittsapplaus für Quichotte. Ja, man merkt an der Stelle auch, dass unsere Show im größten Teil daraus besteht, dass wir uns gegenseitig ankündigen und ihr dann klatscht. Das ist einfach. Weil wir ein brachial schlechtes Selbstbewusstsein haben. Und wir müssen das wäre so geil, wenn wir das mal den ganzen Abend durchziehen. Und jetzt kommt der Song und ich spiele einfach nichts. Und dann gehe ich wieder weg. Meine Damen und Herren, Patrick Salmen, das ist super. Und irgendwann denken alle, warum sind wir hier? Und dann verteilen wir Bier einfach. So muss das laufen. So, ich komme zu einem Song, der sehr neu ist. Es ist ein Song, der eine Tatsache anprangert, die ich selbst auch anprangere. Und zwar die Leistungsgesellschaft. Ein Song, der an die Leistungsgesellschaft gerichtet ist. Er trägt den Titel, es wäre gut, wenn es besser wäre. Und wie gesagt, nimmt den vielleicht irgendwie so ein bisschen mit nach Hause. Und dann gucken wir mal. So. Meine Lehrer meinten zu mir, du schaffst Abitur, Junge, 1,4 doch. In meinem Kopf waren meistens nur Rhymes, mittlere Reife, 3,1. Und ich hab doch noch das Abi gekriegt, die einzige Schwachstelle Mathematik. Sport, Englisch, Französisch und Deutsch, die Lehrer waren böse enttäuscht. Weil Charakter ja leider nicht zieht, denn in Schule und Job zählt das Leistungsprinzip. Weshalb die Lage hier verhängnisvoll bleibt, wenn man will, dass das Wachstum ständig nur steigt. Und sie genügen nicht der Welt. Nicht der Wirtschaft, nicht sich selbst. Und die Gesellschaft wird zu alt. Im Sommer wird's zu warm und der Winter ist zu kalt. Deshalb wär's gut, wenn es besser wär. Doch besser ist, wenn du dich nicht beschwerst, denn super wird es nie. Das sagen sie dir schon bei der Geburt. Es wär gut, wenn es besser wär. Doch besser ist, wenn du dich nicht beschwerst, denn super wird es nie. Das sagen sie dir schon bei der Geburt. Thank you.
haben's doch immer gut gehabt. Wir kriegen doch fast alles hier im Supermarkt. Und die Auslage scheint wie geleckt. Nur die Hälfte der Früchte schmeißen sie weg. Denn nach genug gibt es immer noch mehr. Und vor jedes Gut passt doch immer ein Seher. Manche bauen ihr 20. Haus. Und wenn die Steuern zu hoch werden, wandern die aus. Und erzählen ihren winzigen Kids, ohne Hochschulabschluss verdienst du mal nix. Die lernen dann fleißig und spielen nicht im Dreck. Denn gut ist eine Etappe, doch das Ziel ist perfekt. Und sie genügen nicht der Welt, nicht der Wirtschaft, nicht sich selbst. Und die Gesellschaft wird zu alt. Im Sommer wird's zu warm und der Winter ist zu kalt. Deshalb wär's gut, wenn es besser wär. Doch besser ist, wenn du dich nicht beschwerst. Denn super wird es nie, das sagen sie dir schon bei der Geburt. Es wär gut, wenn es besser wär. Doch besser ist, wenn du dich nicht beschwerst. Denn super wird es nie, das sagen sie dir schon bei der Geburt. Vielen Dank. Wir kommen zu unserem Gast und es ist ein Mann, den wir sehr, sehr gerne hier haben und der einer unserer Wunschgäste war. Und es ist ein Mann, der aus dem hohen Norden kommt. Wir haben seit 2012, Gott sei Dank, macht er Stand-Up-Comedy und war früher auch im Poetry Slam-Bereich unterwegs, genau wie wir beiden uns, haben uns dort kennengelernt und sind froh, dass er heute hier ist. Bitte klatschen auf die Bühne, der wunderbare Moritz Neumeier, meine Damen und Herren! Vielen Dank. Danke. Ich hasse Sprichwörter, aber es gibt so Momente, da fällt mir auf, wie doll. Ich saß in der Bahn und vor mir saßen zwei 15-Jährige und eine wollte dem anderen einfach klar machen, dass zwei Sachen gleich sind. Also meinte er, das ist Jacke wie Hose, Digga. Also war es an mir aufzustehen und zugegebenermaßen zu wütend zu sagen, nein, ist es nicht. Jacken sind keine Hosen, Digga. Niemand trägt eine Jacke als Hose. Was nicht hundertprozentig stimmt. Ich habe Zivi gemacht in der Behindertenschule. So. Es gibt natürlich Leute, die tragen Jacken als Hosen. Aber dann müsstest du sagen, na, das ist Jacke wie Hose. Wenn du geistig behindert bist. Digga. Dann wäre es ein Sprichwort, das ich tätig benutzen würde, sonst nicht. Sprichworte sind immer dumm, weil sie kacke klingen, nie weiterhelfen und nie wahr sind. Und immer so eine Situation herbeiführen, die... Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit... Natürlich nicht! Punkt 1 ist, wer wohnt in Glashäusern? Punkt 2 ist, die 6 Menschen, die in Deutschland in Glashäusern wohnen, sind abgefuckte Mitte-70-jährige Architekten, die lang genug auf der Uni waren, um nicht morgens zu denken, oh, in meinem Wohnzimmer ist ein Stein, vielleicht sollte ich mal am besten... Und selbst wenn, es ist sein Haus! Aber natürlich stimmt das. Wenn du im Glashaus wohnst, sollst du nicht mit Stein schmeißen. Wenn du geistig behindert bist. Sonst macht dieses Sprichwort. Und keins macht wirklich Sinn. Mein Liebling ist, wer anderen eine Grube gräbt. Nein! Ich weiß ja, wo sie ist. Ich hab sie ja gebaut. Es ist nie passiert, dass jemand meinte. Oh, er kommt. Ah! Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wenn er geistig und körperlich behindert ist. Ich hasse Menschen, die Sprichworte benutzen. Fast so doll, wie ich Menschen hasse, die nicht über Behinderte lachen. Und denken, das ist richtig. Über die machen wir keine Witze, die sind anders als wir. Genau dafür haben die auf jeden Fall Jahrzehnte hart gekämpft, um so behandelt zu werden. Mir war das auch nicht klar, dass das cool ist, bis ich Zivi gemacht habe. Bis dahin war mir nicht viel klar, bis ich Zivi... Ich war 19, was wusste ich? Ich wusste, ich kann kein Bio und will Mädchenbrüste anfassen. Das war mein Horizont. Und dann habe ich auf dieser Schule gemerkt, okay, man darf Witze machen. Weil das eine Form von Umgang ist. Das sind normale Menschen und da ist es auch Witze okay. Mir war nicht klar, wie weit das bei denen geht. In unserer ersten Woche waren wir im Theater und ich habe zur Lehrerin gemeint, warum, was sollen wir da? Weil die Hälfte unserer Kinder kann nicht gucken. Was sollen die im Theater? Und die andere Hälfte ist so behindert, dass sie nicht verstehen werden, wo wir überhaupt sind. Und die Lehrerin meinte, ja, aber ich will das sehen und mit denen ist das umsonst. Also los, hab ich einen Bus. Das ist genial. Ich habe diesen Humor geliebt. Mein Problem war, ich habe nach dem Zivi nicht aufgehört. Und das ist dumm. Wenn niemand behindert in der Gruppe ist, dann ist das nicht so... Das erste Mal ist mir aufgefallen, als ich in der Gruppe Studenten stand und aus dem Nichts meinte, ich fühle mich hier fehl am Platz wie ein Rollstuhlfahrer beim Hürdenlauf. Und natürlich als Menschen, die gesagt haben, das kannst du doch nicht sagen, das ist ja abartig.
Und ich musste erst schalten, weil für mich war das, ich meine, ich kenne eine Menge Rollstuhlfahrer. Und jeder von denen fühlt sich fehl am Platz beim Hürdenlauf. Das ist ja nur eine Wahrheit. Aber die Studenten meinten, das ist ja so eklig, sowas. Du bist ja, boah, das ist so erniedrigend. Weißt du das eigentlich? Das ist so erniedrigend zu behaupten, oh, die dürfen da nicht mitmachen, weil die sind ein bisschen anders. Oder wollen wir die jetzt ausschließen? Oder? Und ich meine, Staub, das ist nicht erniedrigend zu sagen, dass die, hörst du dir, bist, kennt, das, es wäre erniedrigend, wenn sie mitmachen müssten. Das wäre krass. Ja, das wäre, weil ab heute ist das Inklusion. Und dann hätten wir Rio mit ganz anderen Augen gesehen, tatsächlich. Und wenn du dort einschaltest, Hürdenlauf, acht Läufer starten, ne? Alle nebeneinander, alle sehen aus wie Usain Bolt. Gigantische Figuren, einer nach dem nächsten. Leute aus dem Leni Riefenstahl Porträtfilm von 38. Außer an Position 6, da ist Basti. Basti ist auch dabei. Und mein Schön von sich aus, das ist nicht meine Kategorie. Bin ich ganz ehrlich, dass ich weiß auch nicht genau, warum. Also, hä? Basti? Du bist doch nicht schlechter als andere Menschen, sag mal. Ich weiß, danke. Ja, aber ich glaube nicht, dass das beweist, dass ich, also Sebastian, was auch eine Vorbildfunktion, ne, für die ganzen Behinderung beginnt im Kopf, Sebastian. Okay. Ich will auch nicht der Einzige sein, der Inklusion im Wege steht, ne, dass wenn das, klar, wenn das die Regeln, ja, okay, dann ja, aber natürlich auch gerne mit. Also vielleicht gewinne ich gar. Nein, komischerweise ist er eher im anderen Feld gelandet. Was für eine perfekte Inklusion. Was feiern wir uns den Arsch? Das machen wir nicht, weil das erniedrigend ist. Und natürlich darf sich jeder über diesen Witz beschweren. Jeder hat das Recht, sich über diesen Witz über Rollstuhlfahrer zu beschweren. Wenn er körperlich behindert ist. Wenn nicht, dann nicht. Das war's von mir. Vielen Dank. Moritz Neumeier. Hier. Mittendrin. Ich guck mal, ob's schon angefangen hat. Ihr seid echt. Wir haben schon mal ohne euch angefangen, wenn es okay ist. Sorry. Ah, alles gut. Wir kommen zu unserer kleinen Talk-Einheit. Quichotte wirkt in seine Markus Lanzig-Haftigkeit, möchte ich sagen, reinschlüpfen und ihm ein paar Fragen stellen. Ja, Moritz, erstmal, es ist schön, dass du da bist und wir feiern dich beide extrem und sagen das eigentlich jedem Gast, aber das ist tatsächlich wahr diesmal, weil die anderen waren mal richtig scheiße bis jetzt und froh, gut, dass das auf YouTube läuft. Folgendes, du bist ja mit deinem Humor und das ist schön, so sagen wir mal, naja, da kann ja schon der eine oder andere sitzen, der sich denkt, das ist jetzt, da ecke ich jetzt an. So. Und ist dir das mal passiert bei einer Show, dass wirklich richtig unangenehm Leute dich nachher dafür zurechtschaffen? Ja, auch während der Show. Auch während der Show. Ja, also es gibt, jetzt geht es, jetzt wissen viele, das erwartet mich, deswegen gehe ich dahin. Aber am Anfang denken alle, dann bist du hier in dem Laden und die gehen jeden Donnerstag dahin, mal gucken, wer heute da ist. Und dann mache ich Witze über Rollstuhlfahrer und dann stehen die auf. Und das ist schon der erste Fehler. Jeder, der sich über einen Rollstuhlfahrer Witz aufregt, der sich dann hinstellt zum Aufregen, warum machst du das? Wie gemein ist das? Denn weil, ja, die rasten wirklich aus. Nein, das ist doch die Höhe und dann gehen die einfach. Und nicht, dass sie einfach gehen, sondern dann beschweren die sich laut und dann wollen sie diskutieren. Und dann gab es, glaube ich, ganz viel gemacht über Flüchtlinge, also für Flüchtlinge, aber auch nicht gut. Das kam oft nicht gut an. Aber das gibt es schon, ja. Also wenn jemand Mails schreibt, finde ich das dann okay, weil dann muss ich mich damit nicht beschäftigen. Aber in der Show nervt es halt die Leute, die das hören wollen. Dann gibt es immer so, dann diskutieren alle noch und sagen, oh, der war aber scheiße. Und dann dauert die Show so lange und ich bin schon wieder zu Hause und das ist auch nicht cool. Absolut nicht. Gibt es denn ein Vorbild für dich? Also würdest du sagen, du hast ein, ich meine, das ist ja immer schwierig zu sagen, Vorbild, aber zumindest jemanden, den du bewunderst für die Art von Kunstform, die du selber dann machst? Ja, also ich weiß nicht, Louis C.K., Bill Burr, alles Engländer, ja. Also Leute, ich habe immer hier alles gesehen an Comedy und dachte, nee, das ist nicht mein Ding. Dann habe ich zum ersten Mal so eine DVD von Louis C.K. gesehen und gedacht, ach, das geht auch. Ah, dann versuche ich das jetzt einfach weiterzumachen. Und das dauert ewig, aber ich finde es immer noch besser als, weiß nicht, Atze Schröder oder sowas. Frauen sind dumm. An alle gehen hin. Muss auch nichts sein. Aber hast du das mitbekommen? Also bist du dann irgendwie auf Internet drauf gestoßen? Oder, ich bin auf dieses Internet gestoßen. Auf das Internet gestoßen? Ja. Das lag unter einem Stein bei uns im Garten. Ich dachte, was ist das denn? Das war wie so ein riesiges Buch. Und dann habe ich irgendwann die Seite Stand-Up aufgefunden. Nein, das wurde mir einfach vorgeschlagen auf YouTube. Da habe ich gesehen, okay, was ist das? Ah, da muss man Englisch können. Oh,
fit. Aber dann, irgendwann. Aber der Typ sieht gut aus. Genau. Überhaupt nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe es mir einfach angeguckt und von da habe ich mir alles angeguckt, 3 Jahre lang, was ich überhaupt finden konnte zu dem Thema. Ja, wir haben ja beide, sind bei Louis C.K. gewesen in Amsterdam, uns die Live-Show angeguckt. Ich, also wir mag das auch sehr. Auch Bill Burr ist, finde ich, sehr großartig. Woher kommt das, dass man irgendwie das Gefühl hat, in Amiland sind die irgendwie weiter als in Deutschland? Also meinst du, da gibt es einen Grund für? Einmal ist es, glaube ich, Sozialisierung. Also die machen diese Form von Comedy und dieses Komm, wir lachen über alles schon seit Jahrzehnten, wir jetzt nicht so. Das muss man aber auch sagen, als es in Amerika losging mit, oh, wir machen Witze und sowas, da waren wir hier noch an dem Punkt, wo man sagt, du hast einen Witz gemacht, jetzt vergasen wir dich. So. Und der Rest, der geblieben ist, war nicht lustig. Das waren zum Beispiel meine Großeltern und die hatten jetzt nicht den besten Humor. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Dann musste man mit dem Mauer, konnte man da wieder keine Witze machen und da dann auch nicht. Also da, wo die in den 40ern angefangen haben, haben wir dann Anfang der 90er angefangen und hinken so ein bisschen hinterher und denken immer noch, sagt der was über seinen Hund? Ich habe auch einen Hund, ich muss mich weg. Ja, das ist der Eindruck, den man kriegt. Ich habe vor allem auch das Gefühl, dass so dieses, in Deutschland ist ja Ethno-Comedy total drin. Ne? Und das ist, ich finde das schrecklich, weil du halt weißt einfach, das ist ja so total positiver Rassismus eigentlich, der da stattfindet. Ja, weil die es auch selber machen. Ja, genau, weil die wissen ja haargenau, wie das Publikum tickt und die kommen halt an und sind halt schwarz und sagen dann so, ja, da hat mich letztens einer gefragt, wo ich herkomme, wo ich geboren bin. Spricht der Afrikanisch? Nee, und dann sage ich halt Bielefeld und alle so, Bielefeld, kann ja gar nicht sein, der ist so schwarz, das gibt's doch gar nicht. Und dann sagt er, ja, wo sind sie denn wirklich geboren? Und dann sagt er, ja, Herne. So. Ja, und die Leute rasten völlig aus. Aber das wollen die auch sehen, das machen die ja nicht, weil die denken, oh, ich habe jetzt Bock, jeden Abend zu erzählen, ich bin Afghan und deswegen habe ich viele Haare am ganzen Körper, sondern weil du weißt, ich erzähle das und der halbe Saal denkt, oh, stimmt, ist mir noch nie aufgefallen. Und dann ist das so, dann ist das für alle lustig. Also ich glaube, ich warte mich auch, wann der Punkt endlich kommt, dass jemand auf der Bühne sagt, ich bin Afghan. Alle sagen, ja, sehen wir, machen Witz jetzt. Ja, genau, das ist der Punkt. Genau. Wie kommen wir da hin? Wie kriegen wir das hin? Ja, ich glaube auch durch sowas. Also wenn das jetzt Menschen gucken würden. Gucken, wenn das dann irgendwann gucken. Danke, das ist schöner. Ja, ich weiß. Wir sind nicht nur Moritz Neumann mit 13.000 YouTube-Abonnenten. Nein, wir sind die Late Night Show. Wir haben 7. Was soll's? Wir sind stolz drauf auf die 7 Leute. Und sind unsere Eltern. Ich glaube, du musst den Menschen das zeigen. Also es gibt natürlich, ich bin ja nicht der Einzige, der das macht. Es gibt ganz viele, die machen das live, aber da gehst du dann halt nicht hin, wenn du das nicht kennst. Ich glaube, es muss durch so die Massenmedien und durch so bestimmte Sachen, durch Internetseiten und solche Online-Shows, muss dir klar werden, ach, das gibt's auch, weil die wenigsten kennen das wirklich. Also natürlich kommt in meine Show keiner, weil wo soll man das sehen, was ich mache? Wenn ich es mal im Fernsehen mache, dann schneiden die das so raus, dass am Ende ich auf die Bühne komme, dann sage ich, oh, und dann ist das vorbei. Dann schneiden die das einfach raus. Also woher soll jemand wissen, dass ich das mache? Weiß ja keiner. Ja, da müsste ein Umdenken stattfinden. Gut ist, dass wir die Show machen, gut ist, dass du da bist, gut ist, dass du eine DVD dabei hast, wo man das, was du tust, so 70 Minuten lang angucken kann, meine Damen und Herren. Ich kann das sehr empfehlen. Moritz Neumayr, das Programm ist das alte Programm allerdings, aber das tut überhaupt nichts zur Sache. Kein scheiß Regenbogen. Wir können das sehr empfehlen, eine DVD. Man kann sie online auch bestellen. Bei dir auf der Internetseite. Ne? Ja. Kann man auch noch woanders, aber da kostet das viel mehr. Ja, also eben, deswegen sage ich das. Wir unterstützen das nicht, das andere. Unterstützen dich, das finde ich gut. Das Letzte in der Fragerunde und dann hören wir noch was von Moritz Neumayr ist, du bist aus dem Slam weggegangen irgendwann, so 2012 rum. Ne? Und ja. Ich persönlich... Es hat nicht mehr gereicht. Es hat einfach nicht mehr gereicht. Ich finde, das, was du gemacht hast, zum Teil sehr gut. Du hast ja auch Spoken Word gemacht und so gereimte Sachen. Warum hast du dich dafür entschieden, das an den Nagel zu hängen? Einmal war es der Anspruch, ich wollte einfach nur Stand-Up machen. Ich habe das am Anfang gemixt und habe gedacht, okay, wenn es nicht lustig ist, mache ich ein Gedicht und alle denken, oh, und dann ist die Stimmung wieder da und alles wieder positiv, weil der war zwar nicht lustig, aber dieses Gedicht über die Trennung, das hat mich so berührt. Und dann habe ich gedacht, okay, aber ich möchte das ohne. Ich möchte nur mich da hinstellen und 2 Stunden lang versuchen, lustig zu sein und auch zwischendurch mal nicht lustig sein und das ohne das schaffen. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja viel weniger Arbeit, weil Gedichte schreiben ist ja voll anstrengend. Dann musst du ja nach Worten suchen. Jetzt mache ich das schon lange nicht mehr. Jetzt weiß ich, oh, das ist vielleicht lustig. Ah, war es nicht. Fuck it. Jetzt beleidige ich da einfach Behinderte und es kommt Beispiel, super an bei den Leuten. Ja, das ist nicht bei allen, aber... 3 vielleicht. Hast du schon mal Morddrohungen gekriegt? Wollte ich mal genau. Ja? Ja. Aber wirklich vor allem von so AfD-Idioten, die dann geschrieben haben: Boah, komm du mal auf, wenn wir uns mal begegnen, dann mach ich dich kalt.
Ja, ich kannte den nicht. Also es war jetzt nicht ein Freund von mir. Das heißt, die Chance ist relativ gering, dass wir uns treffen. Also das heißt, du hast auch keine Angst davor, weil es die Möglichkeit besteht, also gibt es ja einen Tourplan online, also theoretisch könnte ja jeder sagen, so. Stimmt, stimmt. Der muss ja gar nicht zu mir nach Hause finden. Als weiß du ja da noch nicht drüber nachdenken. Ja, aber das ist doch, also ist ja, ich weiß nicht. Ganz so. Im Ernst. Also wenn das jemand macht, dann soll das erst machen, wenn ich so groß bin, dass die wenigstens die Zeitung noch mal darüber berichten und meine Frau noch ein bisschen Geld hinterlassen bekommt. Meine Damen und Herren, bitte sorgt dafür, also ich hoffe, dass es nie passiert, aber sorgt dafür, dass Moritz Neumann so groß wird, dass es sich theoretisch lohnen würde, dass er die Tat umsetzt, weil es einfach schön ist. Und du stapelst ja maßlos tief, also so, du spielst ja nicht vor keinem. Ne? Also du hast ja schon so ein paar hundert Leute, die da sind, insgesamt übers Jahr verteilt. Also es kommen halt dann schon so zwei, drei Leute zur Show. Geht da hin, Leute, es ist toll. Und du hast wirklich noch, hier, du mach nochmal, mach einfach nochmal, Junge. Meine Damen und Herren, Moritz Neumeier, schön, dass du da bist. Yeah. Ich kann das nicht so gut, dieses Reden und sowas, das ist nicht mein Ding, ey. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist komisch. Es gibt immer so Leute, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich bin hier so vorbereitet, ne, und ich kann so vor und nach dem Gespräch, können wir alles rausschneiden? Das ist ja unangenehm, weil es gibt keine vernünftige Begrüßung, wenn ich jetzt hochkomme und jetzt, was soll ich nochmal sagen? Hallo, hallo. Es gibt immer einen komischen Punkt, wenn jemand auf die Bühne kommt und dann sagt, hey, hallo, Köln. Warum, hör auf, warum grüßt du eine Stadt? Ich suche die ganze Zeit eine Begrüßungsform. Die einzige Begrüßung, die mir eingefallen ist, die immer noch cool ist, meiner Meinung nach von einer Person an 70 andere ist und bleibt der Hitlergruß. Ich bin dafür, dass wir den wieder einführen. Auch wegen der Reaktion. Dass ich sage, wir sollten den einführen und ein paar sagen. Und der Rest sitzt da und denkt, ich glaube, ich zeige noch keinen Applaus. Ich denke, mal gucken, wo er daraufhin hinaus will. Nein, im Ernst, das ist eine wunderschöne Geste. Das ist die Geste. Das ist so, ich stehe morgens auf so. Dass ich so. Aber das darf man, das ist verboten. Weil irgendwann haben die Menschen gemerkt, das machen vor allem Nazis. Wir sollten nicht verbieten. Und dann haben alle Nazis gemerkt, ach so, ach, das muss, Entschuldigung, dann wähle ich jetzt die Grünen, alles klar. Und das ist nicht passiert. Es bleibt die Frage, wie nimmt man diesen Idioten diese Geste wieder weg? Meine Idee ist, lass uns doch alle einfach für 14 Tage so grüßen. Das muss so normal, die Tagesschau, Berlin! Steinmeier diese Verhandlungen heute, so muss die Tagesschau anfangen. Das muss so normal werden, dass jede nette, freundliche alte Dame beim Bäcker morgens zwei Mohnbrötchen bestellt. Und die Frau meint, ja, noch heiß, Tüte, Achtung, Achtung! Ich glaube, das funktioniert. Wenn dann nämlich in Köln so ein Nazi-Aufmarsch ist und diese ganzen grenzdebilen Idioten wollen alle provozieren und ganz Köln sagt einfach, moin. Ich glaube, das funktioniert. Wenn genug Menschen das machen. Die Frage ist, wer soll damit anfangen? Und ich denke, da seid ihr eine gute Gruppe. Das wird erstmal komisch. Das ist überhaupt keine Frage, dass das die nächsten Wochen, dass ihr die einzigen im Germanistik-Seminar morgen! Aber am Ende, ich darf sowas nicht mehr sagen, das ist nicht gut. Ich darf das hier sagen, ich habe ein Kind. Ich habe mir zu Hause gemerkt, Kinder verstehen keine Ironie. Und ich hab seitdem echt Schiss, dass mein Sohn irgendwann in die Kita kommt und sagt, morgen! Hey, zu Hause machen wir das immer so. Du musst echt aufpassen, wenn du in der Nähe von Kindern bist, was du sagst. Das war mir so nicht bewusst. Ey. Die meisten Menschen machen das automatisch. Die meisten haben das drauf. Dass sie aufpassen, wenn Kinder in der Nähe sind, dass du zum Beispiel nicht über Rot gehst oder sowas. Zum Beispiel, ich stand an der Straße und da war eine Frau. Da war keine Ampel, sondern einfach da war eine Frau mit dem Sohn, der war vielleicht zwei. Und sie wollte ihm erklären, dass du nicht über die Straße gehst, ohne zu gucken, ob da Autos kommen. Und da standen auch Erwachsene, die natürlich gesehen haben, da kommt kein Auto. Und da kommt auch in den nächsten Stunden, wahrscheinlich Tagen, auch kein Auto. Und trotzdem blieben alle stehen und warteten auf diese Frau, die meinte, Dennis, kommt denn dein Auto? Dennis, ohne zu gucken. Ja. Dennis, wo kommt denn das Auto? Da. Das ging hin und her. Locker 12, 13 Mal. Immer hin und her. Immer mehr Menschen kamen. Alle wurden auch so ein bisschen... Sieh, wieder. Das sind ja parkende Autos. Sind da auch... So lange, dass irgendwann so viele Menschen da standen, dass die hinten nicht mehr wussten, warum wir da stehen. Irgendwann brüllte jemand von hinten rein, ist das Kind behindert? Und eine geniale, locker, Mitte 70-jährige alte Frau links neben mir brüllte zurück, nee, ich glaube, mit der Mutter stimmt was nicht. Nicht sicher. Solche Leute haben Humor.
Solche Leute sollten morgen anfangen. Ist egal. Vielen Dank. Wir kommen zu einer Pause. Das ist immer das Highlight der Show. Das ist krass, ja. Wir machen Folgendes. Nach der Pause werde ich einen Freestyle machen. Und ich kündige das mal heute mal selber an. Ihr könnt auf diese Zettel hier Wörter schreiben. Schreibt bitte nur eins auf jeden Zettel, aber ihr könnt da drauf schreiben, was ihr wollt. Also lasst euch irgendwas einfallen. Und nach der Pause gibt es einen Freestyle. Das bin ich. So, jetzt kommt der Bass. So, jetzt ist die Frage, wollt ihr noch ein Instrument da rein haben und wenn ja, welches? Cembalo. Cembalo. Wollt ihr noch ein Instrument da rein haben und wenn ja, welches? Oh, Cembalo, Alter, das ist natürlich krass, ey. Da hast du einmal einen Musikstudenten hier. Was ist das nochmal für ein Teil? Ist das dieses zum Kloppen? Ich hab keine Ahnung. Ich schreibe, du hast Rüppstil gesagt. Das gibst du. Du hast einfach. Doch, du warst das, verdammt nochmal. Das ist doch geil. Nee, ist ein Saiteninstrument, oder? Nein, das ist ein antikes Klavier. Das ist ein antikes Klavier. Gibt's hier noch andere Meinungen? Wer? Ja, das stimmt. Das ist meine Meinung. Ich finde es einfach großartig. Du hast gesagt, ja. Einverständlich. Das ist hervorragend. Wir einigen uns auf Klavier. Es ist ein fucking Klavier. Wie soll ich ein fucking Klavier mit dem Mund machen? Das ist doch kein Problem. Also, doch. Ja. Na gut, ich versuch's. Ach ja, das ist dieses Hochklingen. Ming, ding, 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 ding. Ja, das ist ein typisches Hip-Hop-Instrument. Schon auch für Kindergeburtstage buchen, wollte ich noch sagen. Das ist immer ein großer Renner bei den Kleinen. Absolut. Da werden die Racker belustigt. Und natürlich kommen da Wörter wie Diarrhö mit vor. So, gut. Ihr habt natürlich jetzt noch die einmalige Gelegenheit, ein Thema vorzuschlagen, wo das alles hier stattfinden soll. Kirche. Kirche. Meinst du die Frucht oder das Gebäude? Das Gebäude, also im Grunde die Idee, finde ich super, denke ich auch sofort, wenn ich Fratzenqualle lese, denke ich sofort an Kirche. Ist gut, machen wir. Kirche ist das Thema, meine Damen und Herren. Hey ho, Motherfucker. So muss es immer anfangen, es ist immer noch Rap, meine Damen und Herren. So, okay, pass auf. Yeah, yeah, okay, alles klar. Hm. Yeah, ich kannte mal einen Pastor und der war ziemlich mies. Er lebte in einem subtropischen Badeparadies. So ist das. Er hatte eine Badewanne und kam aus Limburg. Und ich war damals ein Dramaturg aus Hamburg. Ist ja ganz okay, denn ich stehe auf die Vereinigung. Katholisch. Ich habe eine Immatrikulationsbescheinigung. So ist es. Kann das Wort nur nicht aussprechen. Doch die meisten Kirchengänger sagen, ich muss auch brechen. Denn ich habe keinen Bock mehr auf das Leid der Welt. Und ich sag, okay, ich leih dir Geld. Er sagt, okay, Mann, ich bin in der Höhe. Denn ich habe heute eine gute Diarrhö in der Kirche. Das ist ziemlich gefährlich. Denn sie kommt heraus und die anderen sagen, wer nicht? Das Geschisse besser auf dem Klo. Und er sagt, ja, Mann, das ist eben so. Denn es ist eben so, dass das hier nun mal geht. Und dann kommt der Pastor und gibt euch Vaginalsekret. Nein, das passiert natürlich nicht. Denn der trinkt nur Wein und der steht auf dem Tisch. Und dann sagt er sich, okay, ich habe den Wein schon beträufelt. Mit Halloween-Süßigkeiten-Sammelbeutel. Den habe ich mit dabei und da kommt das Klingelgeld. Und alle sagen sich, wer das wohl für eine Klingel hält. Der kommt wahrscheinlich aus Danzig. Was ist die beste Kirche? Check 24, ja. Es ist die katholische. Nein, das war ein Witz. Es ist die anatolische. Nein, es war die neuapostolische. Nein, ich habe keine Ahnung, denn ich bin der Typ, der nur ins Kloster geht. So ist es eben. Ich bin der Typ mit Stil. Ich komme unterwegs und ich lese auch viel. Dann ist es eben so, ich rede auch viel. Und das beste Argument ist, Rüppstil mit dabei zu haben. Da kann man es halt werfen. Und in der Kirche kann man da mal nichts verherrlichen. Denn es ist eben so, meine Freundin heißt Ninja. Und die kann Ninja. So ist es. Das ist ziemlich hart, aber alle sagen sich, der Pastor hat einen Bart und sagt sich, ich liebe keine Schmähungen.
und keine Darmblähungen. So ist es. Doch, das wird ja ziemlich laut. Und da hat sich der Messdiener gerade getraut, etwas zu sagen. Und er tat das Gleiche auf Englisch. Da sagte der Pastor, ja, einverständlich. So ist es eben. Denn er stimmte ihm zu. Und da sagte er, was ist das für eine behinderte Crew? Denn er hatte nur ein Bein, aber dann war er gepriesen. Und danach konnte er zwei Beine genießen. Nein, er konnte sogar drei Beine genießen. Der dreibeinige Typ ließ ein Bein sprießen. Und dann hat er gesagt, das ist ja voll frisch. Ich habe eben ein Wort vergessen und das ist Goldfisch. Yeah, so ist der Shit. So ist es eben live. Denn ich bin unterwegs und ich kriege diesen Drive in der Religion. Sagten es die Mythen schon. Denn ich weiß, die Kirche, die muss sich auch lohnen. Deswegen bin ich der Typ, ich komme aus Berlin, Pankow. Und in Dortmund nahm Ibrahim Tanko damals den Ball an und nahm ihn den Fußball. Ich bin kein Kirchenmann, das ist kein Zufall. Denn ich bin ein Vertreter der freien Religion, der Anbeter, derjenigen, die nie angebetet werden. Und die kommen in Herden. Ich sag dann immer, denn die Religion ist manchmal eine Falle. Denn der Papst ist ja eine Fratzenqualle. Der sagt dann, ich sehe komisch aus. Und dann packe ich eine Sache und die ist ironisch aus. Und sage, okay, welches Wort ist noch offen? Denn das Wichtigste bei der Kirche ist das Hoffen. Man muss nämlich hoffen, dass es besser wird, weil alles schlechter ist. Und weil ich Rapper bin und du ein Rapper bist. Sag alle, dass es, nachdem ich gerappt haben werde, wahrscheinlich besser hätte werden können, wenn ich gerappt hätte, worüber man besser nicht rappen würde. Es ist eine Hürde, die ich zu nehmen will, die ich zu nehmen denke. Welches Wort ist das, was ich euch jetzt noch schenke? Wahrscheinlich keins mehr, habe ich alle schon benutzt. Nach der Diarrhoe wird der Arsch abgeputzt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Ein sehr, sehr ambivalentes Thema. Natürlich muss ich an der Stelle noch eine Sache loswerden, die einfach für unsere Show gut ist. Wir brauchen bessere Presse. Und deswegen sage ich jetzt, alle Religionen sind gleich gut. So, meine Damen und Herren. Damit ist alles Schlechte, was in dem Freestyle vorkam, was nur im Affekt geschah, außer Kraft gesetzt. Und das ist auch Ablasshandel, nennt man das. Man zahlt einen kleinen Preis und alle Sünden sind vergeben. Und das ist ein sehr, sehr gutes Konzept. So, an dieser Stelle kommen wir zu einer ganz anderen Geschichte, und zwar zu Patrick Salm, der sehr bekannt dafür ist, dass er Dinge zu Papier bringt, die zum Teil wirklich sehr nachdenklich sind. Und da wundert man sich oft, wenn man das gar nicht denkt, wenn man ihn so sieht, denkt man, der ist doch aus dem Zirkus. Und damit meine ich jetzt nicht als Mensch, sondern als Tier. Ein Zirkustier. Nein, ist er nicht, sondern er schreibt großartige Dinge. Und heute, und da müssen wir uns in so einen Mood kommen, die so ein bisschen nachdenklicher ist, hat er Gedichte mitgebracht. Mein lieber Patrick, die Bühne gehört dir. Viel Spaß mit wirklich großartigen Gedichten von Patrick Salm. Viel Spaß. Vielen Dank, kleiner Stutz. Genau, es wird im Februar 2017 wird ein Lyrikband von mir erscheinen mit dem voraussichtlichen Titel Zwei weitere Winter. Und ich habe so jetzt vor 3 Monaten mal angefangen, immer hin und wieder mal ein paar Gedichte daraus vorzustellen. Heute würde ich gerne 3 oder 4 ganz kurze daraus vorlesen. Das erste heißt Beton. Es war anfangs ein Bild, nur der aufkeimende Gedanke an ein mögliches Wiedererleben. Splitter in seinem Kopf, verblasste Aqua-Fotos. Die grobe Idee von einem Früher. Nicht mehr als die Vorstellung einer Erinnerung. Dann, Jahre später, ist er hingefahren. Zu dem Haus auf dem Bild, der hat den Beton gerochen, Dielen und Wände berührt und zunehmend viel Zeit an diesem Ort verbracht. Dass er dabei mehr und mehr unglücklicher wurde, merkte er leider zu spät. Bedauerlich. Im Laufe seines Lebens war er an vielen Dingen gescheitert. Der größte Fehler jedoch war der Versuch einer Rekonstruktion seiner eigenen Kindheit. Filter. Als läge ein Filter über der Welt. Die Konturen weich, der Farbton gesättigt. Draußen ist es laut, doch mein Kopf steckt in Luftpolsterfolie. Völlig entschlossen steht eine Eiche, inmitten der Ödnis der Betonbauten. Als Ahnung von Grün, als Bruch, gewohnter Topografie. Was ich sehe, Bergsteiger ohne Seile, quadratische Wüsten in Miniatur, Goldgräber und Cowboys, die auf Pferden reiten. Als läge ein Filter über der Welt, Sprache gedämpft, Geräusche verschluckt, draußen ist es laut, doch mein Kopf ist ein Tiefseetaucher. Derweil triumphiert der Gipfelstürmer, ein Turm ward in der Wüste gebaut, die Pferde grasen und alles wimmelt vor Gold.
Kreuz 8. Aussetzen, sagte sie, als die beiden im Garten Mau Mau spielten und sie ihr Blatt auf den Stapel legte. Da ging er ins Haus, packte seine Habseligkeiten zusammen, verabschiedete sich höflich und verschwand. Es heißt, so sagen die Leute, dass man ihn ein Leben lang nicht wiedergesehen hätte. Das sei doch letztlich auch nur eine Form von Konsequenz. Löblich. Das letzte Gedicht heißt Das Gegenteil von Addition. Betrachte es als Aufbäumen gegen die Gesetze der Addition. Zwar werden wir mehr, doch nicht größer. Betrachte es als Trotz gegen die Schwerkraft. Vielleicht landen wir auf dem Boden, ohne vorher zu fallen. Vielleicht verstehst du es bald, wenn schon ich es nicht vermag, doch Herz und Sprache scheinen erschöpft zu sein. Betrachte es als eine Art logische Konsequenz. Ich brauche dich nicht an meiner Seite. Nicht jetzt, wo ich selbst neben mir stehe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen noch zu einer weiteren letzten Kurzgeschichte des heutigen Abends, bevor wir dann noch zu einer letzten abschließenden Kategorie kommen. Ich möchte noch eine Geschichte vorlesen. Sie heißt, die ist auch noch relativ neu, ich glaube 2 Wochen alt ungefähr. Sie heißt Die Biokiste. Donnerstag, 12 Uhr. Draußen vor dem Haus hält ein Lieferwagen und bringt den Nachbarn ihre wöchentlichen Biokisten. Ich stelle mir vor, wie glücklich sie jetzt alle sind und über das ganze Gesicht strahlen, während sie in ihr Gemüse beißen. Wie an Weihnachten werden sich die Kinder fühlen. Sie werden ihre Eltern umarmen, Lieder singen und Gebete aufsagen. Wahrscheinlich alles eine Sache der Erziehung. Mein Opa pflegte immer zu sagen, die überflüssigste Zutat von Ofengemüse ist wie ein Schlag mit der flachen Hand. Passt den Nacken. Ich komme ja aus einer klassischen Fleischfamilie. Das Wort Sonntag als Bestandteil des klassischen Kompositum Sonntagsbraten habe ich jedenfalls nie verstanden. Im Hause Salm unterschied man lediglich zwischen Mittag-, Abend- und Nachtbraten. Bis heute stelle ich mir bei androhenden Konflikten vor, ich müsste stattdessen meinem Opa erklären, dass ich neuerdings Veganer sei. Plötzlich erscheint alles andere sehr einfach. Fundamentalistischer Gotteskrieger oder Drogenbaron, kein Problem, aber Verzicht auf Fleisch, wie sollte man da überleben? Heimlich bekommt mich beim Anblick des Lieferwagens eine gewisse Sehnsucht. Ich möchte auch eine Biokiste und überhaupt sollte ich mehr Gemüse essen und nachhaltiger leben. Traurig sehe ich aus dem Fenster und beobachte, wie der Lieferwagen just in diesem Moment von einem gigantischen Bofrost-Truck zugeparkt wird. Ich stelle mir vor, wie die Nachbarn an den Fenstern ihrer Wohnung stehen, mit den Fingern auf den Bofrostmann zeigen. Das ist der Teufel, werden sie sagen. Eine Stunde später stehen die Nachbarn vor meinem Fenster und beobachten mit weinenden Augen, wie ich meine halb aufgetaute Pumuckl-Torte esse. In diesem Moment fühle ich mich irgendwie glücklich. Manchmal glaube ich, ich bin ein schlechter Mensch. Das klingt lapidar, aber dieser Gedanke beschäftigt mich sehr. Vor einiger Zeit, als mein Vater und ich mal wieder meinen Opa besuchten, sah dieser uns an und beim Abschied sagte er, bleibt immer brave Leute. Was ein bisschen witzig war, wenn der eigene Opa seine eigene Familie als irgendwelche Leute bezeichnet. Aber der Kern war natürlich wichtig, bleibt brav und anständig. Bemerkenswert vor allem, weil ich meinem Opa bis vor 2 Wochen in dem Glauben gelassen habe, das komische Lämpchen an meiner Autosonnenblende wäre ein Iris-Scanner. Und er seit 5 Jahren jedes Mal beim Betreten meines Wagens seine Augen Millimeter nah vor die Blende hielt, während ich in meiner schlechtesten Roboterstimme Dinge gemurmelt habe wie Iris-Scanner aktiviert. Bzzzt. Beifahrer erkannt. Bzzzt. Herzlich willkommen. Opa. Ach, das waren schöne Zeiten. Bzzzt ist übrigens mein Universalgeräusch für alle technischen Vorgänge dieser Welt. 3D-Drucker, Röntgenstrahl, Faxgerät, alles bzzzt. Opa hat mir jedenfalls verziehen. Vielleicht glaubte er wirklich an das Gute, ich meine, es hätte schlimmer kommen können. Mit 16 war ich noch Mitglied einer gefürchteten Rollergang, habe Zigarettenautomaten geplündert und Oregano an Unterstufenschüler vertickt. Eine düstere Zukunft als Kleinkrimineller drohte sich abzuzeichnen. Aber so schlimm ist es nicht gekommen, ich bin jetzt über 30, habe immerhin noch keinen Menschen getötet, was man mir hoch anrechnen sollte. Denn wenn man sich mal so umschaut, Potenzial wäre da. Ich würde gerne behaupten, dass mein moralischer Kodex es nicht zuließ, aber in Wahrheit war ich einfach nur faul. Ich liege inzwischen vollgefuttert in mein Bett und klicke mich durch die Film- und Serienauswahl bei Netflix. Das Potenzial für Gewalt steckt in jedem von uns, denke ich. Es geht nur, es optimal zu unterdrücken. Ob Dexter oder American Psycho. Das alles würde niemanden interessieren, wenn man sich bei diesen Serienmördern nicht schon heimlich denken würde.
Bock hätte ich ja schon. Frischhaltefolie und eine Kettensäge. Party, Party. Plötzlich höre ich laute Geräusche aus dem Hof. Der Biokisten und der Bofrostmann sind inzwischen in eine wilde Prügelei verwickelt. Gut gegen böse. Besser als das Internet, denke ich. Bin froh, dass heute endlich mal was passiert. Was würde die Streitschlichter AG jetzt tun, denke ich. Öffne das Fenster und werfe ihm meine Kettensäge hinunter. Vielleicht bin ich wirklich ein schlechter Mensch, aber auch Streitschlichter möchten belustigt werden. Ich versuche ja wirklich, mich zu bessern. Ich meine, eigentlich muss ich mich für nichts schämen. Ich bin tierlieb, weltoffen, linksliberal und trenne meinen Müll. Zwar alphabetisch, aber immerhin trenne ich ihn. Paprika, Petersilie, Plastik, Plutonium, alles ein Eimer. Hin und wieder gehe ich ins Einkaufszentrum, beschimpfe Primark-Kunden und bewerfe sie mit Erdnussflips. Ich selber trage dabei meine guten Nike-Sneakers, weil ich mir denke, wenn schon Kinderarbeit, dann wenigstens mit Style. Außerdem sollen diese Firmen sich schon die Mühe machen, mich etwas aufwendig zu belügen. 9 Euro für ein paar Turnschuhe. Da werde ich skeptisch. Scheiß Doppelmoral, denke ich, während ich von den Angestellten aus dem Weltladen mit Erdnussflips beworfen werde. Scheiß Erdnussflips, denke ich, und mir fällt ein, wie ich mal auf einer Tüte Erdnussflips gelesen habe, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Oft versuche ich mir, meine Doppelmoral schön zu reden. Mit dem Fleisch ist es genau dasselbe, das kann man alles relativieren mit Sätzen wie: Ich kaufe mein Fleisch nicht beim Discounter, sondern immer nur frisch vom Metzger. Das klingt dann immer so, als wäre der Metzger ein warmherziger Samariter, der die Tiere durch sanftes Einreden in den Tod begleitet, sie offiziell beerdigt und ihre Angehörigen nach dem Organspendeausweis befragt. Aber ja, natürlich ist es besser. Besser als der Discounter ist der Metzger, besser als der Metzger ist der Biometzger, besser als der Biometzger ist der Fairtrade-Biometzger und besser als der Fairtrade-Biometzger ist der, ich bin überhaupt gar kein Metzger. Was aber, wenn der Fairtrade-Biometzger heimlich Dreck am Stecken hat und der Discounter-Metzger privat voll Knorke ist? Man weiß es doch nicht, denke ich, und bewerfe mich selber mit Erdnussflips. Am Ende ist alles eine Sache der Relationen. Im Vergleich mit Anthony Soprano bin ich ein guter Mensch. Im Vergleich mit St. Martin ein riesiger Penner. Morgen ist jedenfalls Klassentreffen. Bestimmt haben sie jetzt alle ein perfektes Leben mit Altbauwohnungen, Landhausmöbeln und Pastinaken im Kühlschrank. Vielleicht werde ich also einfach meinen alten Wu-Tang-Pullover anziehen und konstant behaupten, ich wäre Zuhälter. Und was machst du so? Keine Ahnung. Gestern habe ich 2 meiner Nutten getötet und bin seitdem auf der Flucht. Und du? Noch bei der Sparkasse. Ich glaube, das wird schön. Vielen Dank. Patrick Salben, meine Damen und Herren. Yeah, so. Wir kommen zu einer Kategorie, die uns auch mittlerweile sehr ans Herz gewachsen ist. Es ist eine Kategorie, die darauf zurückgeht, dass wir im Internet ein Format gefunden haben namens Bad Verse bzw. Bad Bars Battle. Und das ist so, dass da so Rapper gegeneinander antreten und Ziel dieser ganzen Geschichte ist es, sich gegenseitig so zu beleidigen, dass der andere sozusagen verliert. Und der Inhalt sollte möglichst gespickt sein mit schlechten Wortspielen. So, und das finden wir so gut, dass wir gesagt haben, wir nehmen das auch in diese Show. Und nun machen wir uns allmonatlich gegenseitig fertig auf möglichst schlechte Art und Weise mit schlimmen Wortspielen. Und das kommt jetzt aufs Parkett. Mein Lieber, sollen wir wieder aus Schnick, Schnack, Schnucken, wer anfängt? Ja, komm mal. Und wieder abwechseln oder willst du einen Block? Abwechseln. Okay, dann los. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, also muss ich anfangen? Ja. Ihr wisst doch, das ist so eine sehr Hochkultur-Sache, die wir jetzt machen. Vielleicht könnt ihr einmal so euren Theaterblick kurz aufsetzen. Das ist so ein bisschen, oder so eine Lyriklesung vielleicht. So ein bisschen klug gucken. Oh ja. Also wir machen das natürlich ohne Beat. Wir machen das so a cappella. Okay, es geht los. Du Knecht. Bäm. Ich bin Freier, wie die Chefs der meisten Prostituierten. Und deine Texte sind schwer zugänglich. Wie rostige Türen. Das ist ein exquisiter Einstieg, wie ein Fenster mit Treppe. Aber jetzt bin ich im Haus, wie eine ängstliche Schnecke. Du willst dich betteln, mein Sohn? Welch kindliche Schandtat. Ich bin wie der Jakobsweg, Bitch. Ziemlich bewandert. Guck dich mal an, du bist ein elender Lauch und wie ein tollpatschiger Gärtner. Stehst auf dem Schlauch. Okay. Du bist haarig, mein Freund, wie Chewbaccas Genick.
Und deine Groupies wiegen 40 Tonnen. Du Trucker-Verschnitt. Du bist ein Auslaufmodell, wie ein undichter Eimer. Und hast zu oft den Faden verloren, wie ein dummer Designer. Ich regiere das Land, von hier bis Dresden Zentrum. Du bist ein ärmlicher Schnutz, denn du drehst im Zentrum. Ich schick die Ostblock-Jungs, denn du bist sehr bescheuert. Der Pole klatscht und der Serbe scheuert. Anspruchsvoller Shit. Oh ja. Du fragst, warum dein Publikum wieder so übel drauf war. Der Anspruch deiner Show ist wie hügellose Ebenen. Ziemlich überschaubar. Denn du bist einfach fehl am Platze, wie ein Herd in einem Kühlhaus. Und deine Karriere kommt schwer in die Gänge, wie eine sehr dicke Wühlmaus. Oh Gott, ich muss mir mal alles bildlich vorstellen. Oh Gott. Schau dich mal an, Bitch. Ich beneide dich nicht. Dieses Battle ist wie ein selbstverfasster Entschluss. Ich entscheide es für mich. Du devoter Knecht, kriegst vom Bücken schon Hautschurf. Du bleibst für immer Untergrund, wie ein schüchterner Maulwurf. Das ist schon zwei Tiere, die jetzt verbunden. Die Wühlmaus und der Maulwurf. Die Wühlmaus hängt im Loch, kommt nicht rein und der Maulwurf sagt, nee, ich helfe dir nicht, ich komme nicht hoch. Ich mach das nicht, ich bin schüchtern. Ach, das ist einfach hervorragend. Das ist schön. Das ist einfach das Problem, dass wir uns nicht genug hassen dafür. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, wir müssen das besser spielen. Ja, nee, ich kann das nicht spielen. Ich liebe dich einfach. Oh. So, jetzt die letzten vier Zeilen. Pass auf, Bitch. Also man muss da, das ist jetzt blöd, weil wir das jetzt auseinandergepflückt haben. Man muss noch das mit der Wühlmaus noch im Hinterkopf, ne, dass die da in diesem Gang hängt und nicht da reinkommt. Das muss man noch im Kopf haben. So, das Bild. Und jetzt kommt's. Weil du ein bisschen verklemmt bist, wie eine Hand in der Tür. Deine Eltern haben halt eine Flasche als Sohn. Sieh, wohin Pfand sammeln führt. So hast du einen schweren Stand, wie ein billiges Regal. Und auch die Texte sind bescheiden, wie Vaginas zweiter Wahl. Oh Gott. Junge, Junge, Junge. Eilbrief, Bitch. Lukas, ein schöner Satzanfang. Eilbrief, Bitch. Ich schick dir Hund eine Depesche. Du bist wie Textiletikette, guckst dumm aus der Wäsche. Dass ich die Show mit dir mache, ist schon nobel von mir und zeigt, wie sehr ich mich für Inklusion engagiere. Das war unser Bad Bars Battle, Freunde. Vielen Dank. Bam! Ja, vielen Dank. So, wir sind am Ende der Show angekommen. Allerdings haben wir noch eine Sache, und zwar ist es ein allmonatlich stattfindendes Ritual. Wir werden euch nun das Holz und das Dach der Woche präsentieren. Und es gibt Menschen, die förmlich danach lechzen, zu wissen, was das Holz und was das Dach der Woche ist. Denn ohne kann man nicht leben, meine Damen und Herren. Wir haben einen Jingle vorbereitet und extra ein das Phantasialand nachgebaut. Wir fangen wir mit, wie machen wir das, mein lieber Schnitzelbold? Ja, fängst du mal mit dem Dach an, würde ich sagen. Soll ich mal mit dem Dach anfangen? Ja, fängst du mal mit dem Dach an. Ho, ho, ho. Ist ja ganz anders als sonst. Soll ich denn dann direkt die Erklärung liefern oder kommt dann direkt, oder wie machen wir das? Nee, wie du willst. Mach ruhig die Erklärung direkt. Na gut. Muss ich hier alles umstellen? Hast du gerade einen Knopf gedrückt? Ich bin, ja, manchmal bin ich auch einfach ein Gönner. Das muss man schon sagen. So, jetzt geht's los, Freunde. Das Dach der Woche. Wir haben natürlich einen Jingle dafür. Wir haben für alles in unserem Leben einen Jingle. Das Dach der Woche. Kuppeldach. Ja, das ist schon die Pointe. Das also ist schon die Pointe. Nicht. Da kommt nichts mehr, Freunde. Ey, das ist manchmal, man denkt ja, da kommt noch was Krasses. Es kommt einfach nichts. Verstehst du? Man muss mit wenig zufrieden sein. Ich sag mal, das ist, wenn Humor eine Bäckerei wäre, ne, dann ist das die Kategorie, ist das absolut rudimentäre Weizenbrötchen, meine Damen und Herren. Allerdings, und da möchte ich euch jetzt, das möchte ich euch nicht vorenthalten, es gibt natürlich schon eine Erklärung dafür, warum wir das Kuppeldach gewählt haben. Jetzt ist das hier kein Kuppeldach, das wisst ihr. Aber es gibt, vor allem in der Jahreszeit, wir wählen das ja nicht aus randomly, sondern wir wählen das aus nach Jahreszeit, nach Witterung, danach, wie nützlich ein Dach oder ein Holz sein kann. Da fällt das Ding schon ab.
So, kurze Erklärung dazu, warum wir das Kuppeldach gewählt haben. Folgendes. Das ist ja jetzt, wie gesagt, ein schlechtes Beispiel, weil das hier ist ein normales, das ist einfach ein normales Spitzdach. Ich meine, das hat hier so 90 Grad, das ist ein normales Dach, weißt du, das hat Hinz und Kunz, hat so ein Dach. Ein Kuppeldach findest du zum Beispiel im Reichstag in Berlin, ne? Auch, also Bundestag, neuerdings genannt, als ich als ich geboren wurde, hieß er noch Reichstag. Da ist eine Kuppel drauf, das kennt jeder, kennt diese Glaskuppel. Glas ist nicht gut, das ist scheiße für ein Kuppeldach. Ein Kuppeldach gehört eigentlich aus Reet. Normalerweise muss ein Kuppeldach mit Stroh bedeckt sein. Folgender Grund, und zwar, wir haben es von der Witterung her, jetzt wird kühler. Ihr habt gemerkt, es ist ein bisschen frostig. Der eine oder andere schnieft schon wieder so schwul rum, weil er einfach hat einfach eine Erkältung. So sieht es nämlich aus. Und da komme ich ins Spiel. Wenn nämlich ein Kuppeldach vorhanden wäre, wäre die Erkältungsrate, ach, sagen wir mal, 15%. Und das ist wirklich wenig für die Jahreszeit, weil jetzt im Moment haben sie alle... ja, egal. Kuppeldach ist folgendes. Du hast im Grunde ist es eine runde Oberfläche am Haus und da ist eine Kuppel drauf, ganz klar. Also zum Beispiel sowas hier, das ist ein Kuppeldach, ein klassisches. Und du kannst unter dem Kuppeldach, ist eine Thermik. Also du hast, wenn du von unten heizt, Wärme steigt ja nach oben. In der Kuppeldach, das ist im Grunde genommen wie der Treibhauseffekt. Da dreht sich die Wärme, die dreht sich, immer im Uhrzeigersinn, dreht sich die Wärme unter der Kuppel und nimmt quasi die von oben wegfleuchende Wärme wieder mit zurück. Also das ist eine Art Taifun, aber als Wirbelsturm. Also im Grunde eine Art Hurricane. Nur man nennt es Taifun, weil das ist in Japan erfunden worden, das Kuppeldach. Das wissen die wenigsten. Denn der Reichstag ist auch aus Japan. Das ist tatsächlich wahr. Die Verfassung, die preußische Verfassung von 1815, das ist wirklich wahr. Das ist kein Scheiß, den ich erzähle. Die preußische Verfassung von 1815 wurde in Japan importiert. Also die hatten bis Ende der 1880er, 90er Jahre, hatten die preußische Verfassung. Und auf der Grundlage der preußischen Verfassung haben die das Kuppeldach gebaut. Weil die gesagt haben, preußische Verfassung sagt ja, ist eine Doppelherrschaft. Da hat der Reichskanzler genauso viel zu sagen wie der König und in dem Fall der Kaiser. Und das konnte nur mit einer Kuppel einhergehen. Denn es ist ja so, in der Kuppel gibt es keine Ecke. Verstehst du? Und wenn Leute, man sagt ja auch, man ist in eine Ecke gedrängt. Und bei so einer Doppelherrschaft ist immer, einer zieht normalerweise den Kürzeren. Und das geht bei dem Kuppeldach nicht, weil es keine Ecken gibt. Also wenn die sich gegenüberstehen, dann ist das vis-à-vis. Und da ist keine Ecke, das ist alles rund. Und das war so eine gute Stimmung in Japan, weil die Thermik des Kuppeldaches dafür gesorgt hat, dass die Wärme immer zirkuliert ist. Und das hat den rote Bäckchen gebracht, ne? Dem Reichskanzler und dem Präsidenten und dem König. Das ist der König von Japan, ne? Der Shiro. Das war damals der Shiro. Und das war ein alter Indianer. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Der hat... gesagt, das Kuppeldach ist super, weil das einfach dazu führt, dass politisch gesehen besser läuft. Und das ist aus dem Grund hat man in Berlin auch den Reichstag nachher so gebaut, dass das als Kuppel ist, weil das eine politische, eine positive Resonanz ist auf das, was so abgeht. Und jetzt ist das witterungsbedingt, ist das perfekt, weil du hast, wenn Schnee kommt, hast du oft Schneetürme auf den Häusern. Das ist eine riesige Gefahr. Also das ist in der Stadt wirklich gefährlich, dass da auf die Bürgersteigen so Schneelawinen abgehen. Ne? Besonders hier in Köln, wo manchmal alle Alaska-isch-eske Verhältnisse herrschen. Und das Problem ist ja auch, dass die Stadt, das ist ja ein großes Problem im Winter, dass die Stadt sofort anfängt zu streuen, wenn die erste Flocke fällt. Ne, die streuen ja sofort, weil die einfach denken, oh, wir haben Salz. Problem ist aber, dass die dann, wenn die anfangen, Ende August zu streuen, dass Salz ist dann im Oktober alle. Ne? So. Und dann, wenn wirklich der Blizzard kommt, das sind hier viele Blizzards, schon im Stadtwald von Köln gab es schon Blizzards, da war ich froh, dass ich einen Thermomix dabei hatte. Dass ich mir aus einer toten Maus und einer Rauke, konnte ich mir einen Smoothie mixen. Das war super. Weil sonst, und nur Jack Wolfskin ja gar nicht an, sonst wäre ich eingegangen da, ne, im Stadtwald. Da war eine Lawine. So, nur weil die Leute keine Kuppeldächer haben, weil da auf den Dächern türmt sich der scheiß Schnee auf und auf einmal, da, was weiß ich, kommt das Eichhörnchen mal einfach keck von der Linde gesprungen, flünz auf dieses Ding und schwarz kommt dir das Schnee runter und da drunter steht die Oma und denkt sich, was ist das denn, Pflanz? Und wieder einen Rentenzahler weniger. So, also wo man hinzahlen muss, was gut ist, weil wir demografisch im Wandel, meine Damen und Herren, ist ein Riesenproblem. So, Kuppeldach, da passiert das nicht, weil du hast einfach eine runde, im Grunde hast du eine halbglobale, eine semi-globale Membran. Denn oben kommt Schnee drauf, Wasser drauf, das fließt da runter und entlädt sich sofort. Also im Grunde genommen ist das Kuppeldach ist der Blitzableiter des Schnees.
Wenn du so willst, weil das entlädt sich sofort. Das sammelt sich nichts, da stapelt sich nichts. Das ist durch die Rundung ist da einfach eine schöne Abfuhr gewährleistet. So, deswegen in Berlin. Kuppel da, weil du damit die ja, Politiker sind ja heutzutage wertvoll. Man darf den darf nichts passieren. Jetzt halt hör auf, halt die Schnauze, Patrick. Du darfst nicht dazwischen reden. So, ich bin hier am Dozieren. So, Kuppeldach ist super, geht das Wasser direkt runter. Und jetzt, warum das aus Red sein sollte, das haben die falsch gemacht in Berlin. Da ist es alles aus Glas, weil Glas ist sauschwer zu reinigen. Und Red. Bei Red kannst du super mit dem Schrubber drüber gehen und das ist super. Red ist im Grunde wie Glas. Wenn du das lässt sich perfekt reinigen. Also du kannst dann so, da machst du ein bisschen, nimmst aber nimmst du die Aloe Vera Spülmittel von Frosch, ne? Das ist gut zur Umwelt. Das nimmst du ein bisschen einen Spritzer aufs Reddach und dann gehst du da mit diesem Feudel drüber und dann feudelst du schön das Reddach und das geht easy. So, und außerdem ist das Reddach perfekt, wenn es um Brandschutz geht. Ne? Weil das kennt man ja. So ein Glasdach, das fackelt im Nu ab. Ne? Wohingegen so ein Reddach, also das ist ja Schilf. Ne? Schilf ist ja nicht, also getrocknetes Schilf. Wann hat man schon mal getrocknetes Schilf oder Heu brennen sehen? Das passiert aber nicht. Das ist super für den Brandschutz. Und deswegen hat das in vielerlei Hinsicht hat das große Vorteile. Im Sommer ist es scheiße. Deswegen hat nur in Berlin, weil in Berlin gibt es keinen Sommer, die haben immer Winter. Da ist das Kuppeldach okay, weil die Thermik da, wie gesagt, zirkuliert. Gesundheit. Und da wird das immer warm unten im Bundestag. Da kann man das machen. Hier ist das scheiße, also hier ist es schwierig. Trotzdem sieht es natürlich auch geil aus, weil es aussieht wie eine Titte. Von oben. Man macht im Grunde, das ist auch optisch für die Düsenjetflieger. Ne? Weil das, ja klar, wenn die fliegen, das ist ja langweilig. Ne? Dann fliegst du über Dortmund und denkst, ach, ein Friedhof. So, und dann, weißt du, so. Und auch über Köln denkst du, ach, guck mal hier, eine Kirche. Das siehst du alles und dann denkst du, bäh. Und bei einem Kuppeldach, wenn du über Berlin, oh, geil. Und dann sitzen die da in ihren Düsenjets und wichsen, bis der Arzt kommt. Zum Teil sind schon Leute abgestürzt beim Düsenjet, weil die auf die Windschutzscheibe, und dann wussten die nicht, wie die das wegkriegen sollten, weil die noch nie ein Reddach geputzt haben. Das ist nämlich das Problem. Und dann kommst du mit Glas schon mal gar nicht klar. Deswegen ist das Kuppeldach super. Viel mehr Kuppeldächer sollten hier stehen in Deutschland, damit die Flieger einfach wieder besser bei Laune gehalten werden. Denn die Gehälter für Kapitäne, Flugkapitäne sind ja wirklich im Keller. So. Bei der Bahn ist es genauso, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt, das war die Begründung dafür, warum wir das Kuppeldach gewählt haben. Jetzt zum Holz der Woche, meine Damen und Herren. Und zwar... ja, gut. Da sind drei, denen das richtig gefallen hat. Ich muss an der Stelle sagen, wir machen übrigens auch Kinder. Wie gesagt, wir machen auch Kindergeburtstage, das sind wir auch, und erklären alles allerlei. Das heißt, Wissen macht A. Aber A im Sinne von Rap A oder Wix A, aber nicht dieses So, jetzt, das schneiden wir raus. So, hat auch geiles, dass man nach so einer schönen Rede sagen kann, das schneiden wir jetzt aber raus. Freunde, jetzt kommt zum Holz der Woche. Auch da haben wir einen Jingle, da bin ich der Federführende gewesen und los geht's. Bist du bereit? Super. Das Holz der Woche. Die Linde. Weil... Zufall. So, das war's von der Late Night Show. Ja, ihr schön, dass ihr da wart, meine Damen und Herren. Bitte, einen Riesenapplaus für Moritz Neumeier! Bitte klatscht genauso theoretisch für den wunderbaren Patrick Salmen, meine Damen und Herren. Und den großartigsten Universitätsdozent, den man sich vorstellen kann, erhält pro Seminare über Dächer T-Shirt!